Hallo, herzlich willkommen bei Nacht-TV. Ich mache heute mal ein anderes Video, denn ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach Frankfurt. Da ist nämlich die Kreativweltmesse und ich dachte mir, ich filme unterwegs ein bisschen was und mache ein kleines Volumen. So, ich bin jetzt fertig angezogen und muss jetzt noch schnell zur Bank und dann setze ich mich auch schon in mein Auto und fahre los. Das Wetter ist leider nicht so besonders gut, es ist sehr neblig. Deshalb bin ich auch relativ früh dran. Es ist jetzt 8 Uhr. Um 10 öffnet die Messe. Ich brauche etwa eine Stunde für die Fahrt. Mal gucken, wie gut ich durchkomme. Also, bis später. So, ich bin jetzt angekommen in Frankfurt. Ich habe gerade das Auto geparkt. Und jetzt werde ich mal schauen, ob ich den Shuttlebus finde, der mich jetzt hoffentlich relativ zügig zum Eingang bringt. Wenn ich angekommen bin, werde ich euch gleich mal ein paar Eindrücke senden. Bis gleich! Es war so gut wie unmöglich, Videos zu drehen auf der Messe. Es war einfach so viel los, so voll. Dauernd war irgendjemand im Bild oder ich bin geschubst worden und habe verwackelt. Weshalb ich es dann halt auch relativ schnell aufgegeben habe zu filmen. Ja, das war dann auf der Hälfte der Messe. Da bin ich schon ziemlich fertig. Im Nachhinein ärgere ich mich natürlich, dass ich nur so eine Handvoll Fotos gemacht habe und dann nicht noch mehr geknipst habe, anstatt zu filmen. Aber nun gut, das nächste Mal bin ich schlauer und dann hoffe ich, dass ich euch auch ein wesentlich längeres und besseres Follow-Me-Video zeigen kann. So, ihr seht mich gar nicht richtig. Ich bin gerade aus dem Shuttlebus gestiegen und wieder im Auto angekommen. Ich habe tatsächlich von heute Morgen um 10 bis jetzt, es ist 18 Uhr, durchgehalten. Und habe gestöbert, was das Zeug hält. Und ich bin jetzt aber auch fix und fertig. Mir tut alles weh. Vor allen Dingen meine Finger, weil die Tüten so schwer waren und überall eingeschnitten haben. Und mein Rücken und meine Füße. Und ja, ich jammer jetzt ein bisschen. Und ansonsten bin ich sehr froh, dass ich mein Auto wiedergefunden habe, weil das war jetzt eben gerade meine größte Sorge, weil ich mir heute Morgen die Parkplatznummer nicht gemerkt hatte. Ja, ich mache mich jetzt auf den Heimweg und nachdem ich euch dann mein kleines Follow-Me-Video hochgeladen habe, was höchstwahrscheinlich erst morgen oder übermorgen passieren wird, packe ich natürlich auch mit euch meine Sachen aus, die ich alle so ergattert habe. Ich habe furchtbar viel Geld ausgegeben. Ja, wie das nun mal so ist, wenn ich auf Messen bin, ich achte dann nicht so groß aufs Geld. Ich kaufe das, was mir gefällt, was gerade günstig ist, was ich brauche und auch was ich nicht brauche. Und ja, genug geredet. Ich mag jetzt heim. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.